Der Zoom wird gestartet. Knock, knock. Es klingelt an meiner Tür, wer mag das noch sein? Rico, hello people, I think you'll like this. It pays a lot, which is what you want. So there's this chemical laboratory called Humane Labs. Used to be run by Rashkovsky and Popov's pharma company. A few years ago, it was leased to a shadow company run in part by Don Percival. You guys know Don Percival? Well, he's a warmongering right-wing douche with all the subtlety of a red dildo. Trust me, I've met a lot of them. Yeah. Warmongering right-wing douches, not red dildos. Whatever. Point is, Percival is up to no good in that shithole. Nerve agents, we believe. At least, that's what the intel seems to suggest. What I got told on the street and what my boss, who doesn't want you to know his name, will pay you to discover because what... Don't worry about the why, just worry about the how. First, got a couple things to take care of. Get the Humane Labs key codes and the armored 4x4s, like the ones guarding the place. You'll do the key code exchange just off Elgin Avenue. You're going to be meeting with somebody who's had a bit of trouble with the Bureau, so please use caution. One of you is going to do the exchange, one of you is a bodyguard, and the other two are going to be lookouts. The armored 4x4s belong to Meriwether Security Consulting, which belongs to Don Percival, who is running Humane Labs. You'll find the Meriwether Insurgents on exercise at Davis Courts in Blaine County. All right, people, doesn't matter what order you do this in, just get it done. This will pay well. No questions asked. We never met. Video von seiner Seite. Aber dafür ist doch so eine Let's Player-Gruppe hier nicht da. Eigentlich nicht. Was für eine das ist Let's doch, damit man sich austauschen kann. Denn? Weiß ich nicht. Da stand bei dir irgendwann mal, Mareike will, dass dir das gefällt. Mareike will, dass dir das gefällt? Ja, das ist ein Zugangscode. Was ist das irgendwie? Let's Human Labs Zugangscode! In Klammern German oder so? Ja, genau. Das ist schon irgendwie ein bisschen nervig. Ah, ich sehe es. Ich sehe dein Post, ja. Ja, das ist, du musst dir mal angucken, da steht, glaube ich, in der Sidebar, da gibt es so eine Community-Support-Gruppe, glaube ich. Warte mal. Weil das da ist eigentlich fast nur, also du kriegst da schon ab und zu Hilfe, aber das da ist eigentlich fast nur, Ja gut, was heißt Hilfe? Ich dachte, das ist eine Gruppe, wo man sich aus... Thomas? Ja, nee, ja, bitte? Die ist... Möchtest du der Posten Nord sein? Ich soll ein Posten sein? Okay. Ich kann damit leben. Ja? Okay. Aber ich sehe scheiße aus und ich finde das kacke, wenn ich meine Tussi nicht selber anziehen kann. Absicht, dass du kacke aussiehst. Dann ist Leibwächter. Ich bin der Leibwächter. Was bin ich? Amateurschütz. Du bist der Käufer, die Käuferin. Ich bin Alkoholiker. Dann nehme ich das etwas seriösere Fahrzeug, den Benefaktor Schafter. Hä? So, der Danny hier ist ja. Wegen Schaft, verstehst du? Ich will der Leibwächter sein. Muss das mal wieder einführen, dass wir das selber aussuchen können. Dann geht das schneller. Wollen nicht so viel machen. Ja? Komisch, ich dachte, das hätte ich eben schon gehört, so aus meinem Mund. Bereit zum Spielen. Ich höre dir nicht zu, es ist so früh am Morgen. Ey, wenn ihr jetzt noch bereit zum Spielen alle klicken würdet, liebe Aoyen, dann wären wir schon durch. Ja. Nehme ich jetzt schon auf, ja. Diese komische Aoyen werde ich gleich mal umfahren, einfach nur so. Ja, ey. So, damit guten Morgen. Dannys Kaffee ist verschwunden. Wir müssen den jetzt suchen, geh hin. Mit so einem Schlammerlatz, ey, da krieg ich die Pimpernellen. Wo ist mein Auto? Steht hier irgendwo mein seriöses Fahrzeug? Das wollte ich doch gar nicht haben. Ich heiße also heute Morgen nicht mehr Aranel, sondern das ist eine männliche Form. Hexer mit Granger. Ach, verdammt. Aranel ist doch ein männlicher Elf eigentlich. Ey! Nee. Oh, was ist das denn? Das war die Tür abgefahren. Hab ich gar nicht. Warte, stopp. Warte auf mich. Das ist ja früh morgen, ey. Das ist ja... du musst woanders hin als ich, glaube ich. Aroyen verwechselt. Ich will nicht fahren. Ne, begib dich zum Treffpunkt, müssen wir glaube ich noch nicht, aber ich hab... Nehm ich auch schon auf? Ach, du bleibst nicht da, fahr alleine mit meinem Auto in mir. Wie soll ich denn beschützen gehen? Wir müssen erstmal zum Treffpunkt. Soll ich euch sagen, was wir jetzt machen müssen? Ich fahr jetzt wirklich zu dir, ich fahr mein Auto umlaufen. Du sollst jetzt erst zum Zug, wenn ich wieder ein bisschen ablösen. Und dann tot. Aber ist okay.
Ja, Danny, ich muss irgendwas im Süden bewachen, du im Norden. Danny muss Mareike bewachen und Mareike muss irgendwas einkaufen. Und jetzt, könnt ihr diese Anzeige hier getrost vergessen. Ich werde tot sein. Ich werde bekloppt. wir hatten alle noch nicht so viel Kaffee. Man sollte vielleicht mal überwehen. Überwehen? Dass es im Moment 9:15 ist und wann sind wir ins Bett? 2:00? Gefühlt 5 Minuten. Jetzt auch irgendwie schon wieder eine Stunde wach. Der Thomas war noch gar nicht im Bett. Er kommt gerade von der Arbeit. Und wir sind alle noch am Kaffee trinken. Ja, jetzt muss ich mir Kaffee suchen. Ich glaube, ach, da ist er hinter meinem Mikro. Guck! So, gib dich zum Aussichtspunkt. Das mache ich mal. Geh mal weg hier, ich muss mal hier durch. Meine Tür wiedergeben. Das war ich nicht. Nee, das war so. Ich hab mich zum Aussichtspunkt gegeben. Boah, Alter. Was soll das jetzt? Hä? Warte, bis deine Crew-Position ist. Begebt euch auf eure Posten hier. Ich würde gerne. Ich lass mich nicht durch oder so jetzt. Der Thomas macht wieder. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Keine Ahnung. Ich dachte, da wäre ich richtig. So, ich bin auf Position. Ja, weiß nicht. Bei mir war das hier. Warte, ich verlaufe so. Wer ist Posten? Wer ist alles Posten? Ich bin Posten und du bist Posten. Ja, okay. Wenn man was Cooles Posten gerne mal, die Posten gerne mal mit einem Raketenwerfer. Ist okay. Da haben wir das Schönes hier. Okay. Ich nehme die Feuerwerksraketen oder die Minigun. Sehen die schick aus. Geduckt bleiben. Darf ich was sagen? Ja, darfst du. Darf ich kurz spoilern, weil ich kann. Ich hab Angst um die da unten. Ja. Es kommen gleich, weiß ich nicht, zwischen 80 und 85 Gegner. Oh, da fängt es schon an. Krawall gebürstet. 80 bis 85 Gegner und zwar aus allen Himmelsrichtungen. Und die wollen die in der Mitte tot. You here for the access codes? Das ist schlecht. Humane Labs? Ich bin einfach mal ganz Kopf groß. All right. When I get the all clear, we'll give you the codes. Das liegt an den Schuhen. Can I get sign off? We need to be sure about it. Ja, die labern jetzt hier. Laberababa. That bank. That was you, right? Or someone associated to you? What you're getting into right now is a whole different ballgame, my friends. This is face, ey. You got the go-ahead? Oh, jetzt guck mal im Hintergrund. We got it. Scheiße, im Hintergrund. Jetzt geht's ab. The FIB, what are these clowns doing here? Shit! Move up! So, jetzt ah, ich hab's schon schnell erledigt. Mach ich doch. Gute! Gut, dann kriege ich von der Hinterwehr halt. Boah, Alter! Das sieht so geil aus, Mann! Thomas, hinter dir! Das war der. Ah, geh in Deckung, Schwampe! Warum geht jetzt nicht mehr? Bitch! Ich fand die Agenten aus. Ich bin Agent. Ich bin echt schon sicher. So, das ist. Jeder weg, Dani! Alter, weg! Wieder weg! Wieder weg! Ja, aber die kommen von allen Seiten. Wir wollen uns auch professionell gegen. Wir versuchen es zumindest. Aber professionell Helden. Achtung, aus dem Mittelland sind wieder welche da nie? Professionell? Eigentlich schon. Ja, professionell heißt das nicht einfach. Du professionell. Ah, ich muss nachladen! Von hinten kann ich nicht einsehen, kommen noch welche. Oh, verdammt. Warte, ja. Nein! Knaller. Nein! Nein! Deswegen in Deckung. Ja, in Deckung, aber die sind an einer fiesen Stelle durch. Oh, Jens, ich glaube, du musst das grüne Ding da aufsammeln, oder? Die. Ja. Ich hab's aufgesammelt. Was du? Autos von vorne? Was ist ein Auto hin? Warum die hast du jetzt geparkt? Ja, nee, die sind plötzlich weg. Komm, lass uns den BMW hier nehmen. Schnell. Ich mach hier mal noch ein bisschen Action. Ist egal. Mareike, versteck dich irgendwo. Einfach nur nicht draufgehen. Ihr zwei könnt euch einfach nur, setzt euch in ein Auto oder versteckt euch, einfach nur nicht draufgehen, bis wir am Haus sind. Ich bin weggefahren einfach. Das ist gut. Die beste Lösung. Rico, einfach alles tot machen. Die Kamera hier. Ja, bin schon dabei. Wie so ein Actionfilm. Bleib hier einfach sitzen und baller sie ab. Ja. Einfach nur nicht draufgehen. Ey, den Streifenwagen kann ich irgendwie ausweichen, oder? Da kommt so ein scheiß Elektromobil und kriegt mich weg. Wie gesagt, also, die NPCs, ne? Die sind alle tot. Was mache ich jetzt? Warten.
ist immer die Frage, ne? Ja. Bei mir dauert es wieder ein bisschen, bis die Welt gespawnt wird. Oh nein! Da war die schlecht. Wir haben es eilig, ne? Ja. Nein, nein, haben wir es nicht. Warte, lass dir Zeit. Ey, wer hat mein Auto genommen? Wo ist mein Auto? Ich bin einfach weg, komischerweise. Wollten wir unten gucken, ob alles in Ordnung ist mit dem Auspuff und so. Ah. Achso, das finde ich sehr freundlich von dir. Sie kommen, sie kommen! Einfach nochmal in die Luft schießen. Mich auch wirklich auf? Ja, ich nehme auf. Heilt heute Morgen. Geht gar nicht. Ich hab habt jetzt. Warum habt ihr eigentlich Tonspur verraten, nicht so schlimm, ihr nehmt ja auch auf. Warum habt ihr verraten, dass es morgen ist? Dann kommt das jetzt komisch. Was machst du den Bier auf? Jawohl. Backslam, ne? Also, ich muss das auch finanzieren hier. Backslam. Vorbereitung bestanden. Yay! Greenlam. Alter, Platin, Leute. Gold! Die mobben mich! Was wäre mobbt dich? Dabei gut aus. Ja. Ich ist sehr schön gestanden. Bei allem gut aus, weißt du doch. Zettel am C und schick dabei. Ja. Ich kann sowas tragen. Das kann nicht jeder. Ja, das ist so. Das will aber auch nicht jeder tragen. Eigentlich nicht. Bingo Bongo. So, jetzt habe ich eine volle Lade. Warum bin ich hier allein in der Bude? Weil ich immer noch eine Ladeschnecke habe. Ja, ich habe auch noch eine Ladeschnecke. Die Schnecke. Ja, ich habe auch noch. Geile Ladeschnecke. Ah. Kann man sich eigentlich auch tot kiffen? Das versuche ich jetzt mal. Ich weiß. Bin ich auch da. Nee. Nur der Thomas ist wieder woanders. Ach stimmt, der war ja nicht bei uns so. Ich gehe jetzt mal wieder hier. Wir haben keine Zeit hier aus dem Weg, Dani. Rico? Ja. Ich bin ja in deiner Wohnung, ne? Nein. Ich bin mir gerade nicht sicher, das Ding sieht so komisch aus. Ist das eine Bong oder eine Penispumpe? Alter, hat er. Okay. Das ist eine Penispumpe. Hat er bei mir gerade, während der geladen hat, schon mal einen Bong gezogen? Weil das bei mir gerade alles so hell und. Ja, ja. Das war, ist bei mir auch gewesen. Ich trinke erstmal einen grünen Saft. So. Oh, bei mir sind. Sky. Munition für alle kaufen. Sterbhandlungen kaufen. Einstellung bestätigen. Vom letzten Raubüberfall. Alle vom letzten Raubüberfall. Warte mal ganz kurz, bevor ich das annehme. Ich muss noch mal kurz einen Saft trinken und jetzt achtet mal auf die Füße. Das ist so geil. Mit. Die mir. Die. Die Absätze verschwinden einfach und meine Füße rutschen so ganz lange nach vorne. Und gerade eben sind die Absätze wieder so rausgefahren. Ja. Hast du es auch gesehen? Ja, ich gesehen, wie sie wieder rausgefahren sind. Ja, das war so geil. Kinder, der Thomas ist schon da. Was ist mit euch? Moment. Ja, wir haben uns auch mit meinen Absätzen vergnügt. Ah, ja. Warum sagst du sowas? Ah, ja. Ich weiß, wie Bonnie drauf ist. Die steht auch sowas. Aber ich nicht. Ja, das hat sich aber gerade eben noch ganz anders angehört. Oh, so, Bonnie geht mir fremd. Darf ich hier wieder ein bisschen Hilfestellung geben? Naja, Bonnie und Clyde haben doch eh eine offene Beziehung, oder? Sagt wer? Ja, tu das. So, dann geht das zumindest so auf, dass ein Absatz reinpasst. No! Thomas, du weißt ja, nur wenn das. Thomas verlässt schon wieder, da hat wieder keine Lust mehr. Nee, Thomas findet uns scheiße. Ich hasse euch. Wir probieren es gleich nochmal. Ich schaff das auch ohne euch besser. Ich hasse euch. Ja, du wolltest uns Informationen geben. Wir geben mal Informationen. Informationen. Wir fahren jetzt bis kurz davor. Wir bleiben dann aber auch auf der Autobahn. Du hast Einladung. Okay. Wir bleiben auf der Autobahn, setzen uns alle in ein Auto und dann zeige ich euch mal anhand der Karte, anhand der. Der Punkte, die man setzen kann, wie wir uns positionieren. Okay. Weil sobald der Erste in das Fahrzeug steigt, ich hatte mal so einen Schrauberger, der fuhr hin, hat keinen erschossen, sondern stieg in das Fahrzeug und wollte wegfahren. Das ist eine doofe Idee. Ja. Denn da kommen nämlich auch zwei Hubschrauber. Boah. Und wenn man sich aber richtig positioniert, kann man die mit Lenkraketen direkt runterholen. So. Na, Lenkraketen. Lenkraketen sind was für Pussys. Ich nehme die Minigun. Ja, okay. Ich habe auch eine Minigun. Ja. Okay. Ich sniper lieber. Sind aber zwei Busards, ne? Busards. Da das ist halt egal. Das schaffen wir, oder? Ich klicke dann auf Spielen, ja? Dann müssen zwei, die Fahrzeuge fahren,
Die müssen dann die anderen schnell abholen, weil da kommen noch circa 60 Autos angefahren, so aus allen Richtungen. Okay. Das heißt, das muss dann, sollte dann ratzipatzi gehen. Der Insurgent hält schon ordentlich was aus, aber macht es dann halt ein bisschen einfacher. Und ich finde das schön, wir haben jetzt ein Fahrzeug mit Bordgeschütz und einen ohne. Der Danny schnappt sich, würde ich jetzt mal sagen, den ohne und die Mareike den mit. Das ist immer eine gute Idee. Soll ich fahren also? Ich schnappe den ohne, okay. Ah. So, ja, was ist das? Moment. Wir nehmen den hier bereits im Spiel. Ich bin bereit. Nicht. Noch nicht. Ich hab noch... Oh, die Schrittcam. Na, da hat er beinahe. Ich muss schon sagen, Tiziana sieht in der Hose, also. Ja, die hat auch so einen knackigen Arsch, ne? Ich sehe gerade die Vorderfront, nicht die Rückfront. Ja, aber trotzdem. Ich sehe gerade Sir Cura. Hör mal, du hebst Gewichte auch ohne Hände, oder? Oh, ja. Wahnsinn. Kann mich entscheiden. Natürlich, deswegen habe ich auch eine Schwanzpumpe auf meinem Tisch stehen, an der Danny vorhin gezogen hat. Ja! Oh, ja. Sag mal, wer noch da gezogen hat und gerade Herpes hat. Du? Immerhin hatte ich keinen Absatz im. Ui, da sind wir wieder. So, ich habe mir mal auch ein gepanzertes Fahrzeug geholt. Hast du was Viertüriges? Ja. Hab ich. Wir jetzt alle bei dir mit. Geht doch gar nicht. Orientierung? Obwohl gepanzert ist mir eigentlich egal. Ich nehme meinen. Ist okay. Ich möchte ja auch meinen Zuschauern was anderes bieten. Als eure Sicht. Ich habe keinen Zutritt. Warum nicht? Ah. Achso, es ist ein persönliches Fahrzeug. Ich darf nicht einsteigen. Jetzt darf ich einsteigen. Ja. Das seht ihr alles auf meinem Kanal. So, schnell weg. Da wird irgendwas auf uns gezielt. Geh mal weg hier, dann. Nee. Das ist ja Kuruma, ne? Die wird jetzt sein. Schickes Teil. Am Morgen, der treibt Kuruma Sorgen, auf jeden Fall. Euch. Das wird mein nächstes Auto. Im echten Leben. Ja. Warum seid ihr so schnell? Weil wir im Kuruma fahren? Ja. Weil wir fahren und nicht laufen. Ja, ich musste aber schnell was erledigen. Die Kilo-Kamera anmachen. Weil wir uns sehen haben. Wo ist irgendwie die Ausfahrt? Sie haben. Oh, Scheiße. Das war doch keine gute Idee. Geht aus dem Weg! Ja, das läuft doch. Davis Quarzstein. Wir sollen. Thomas meinte irgendwas, wir sollen vorher stehen bleiben, ne? Am besten auf der Autobahn, weil vorher. Da kommen dann irgendwann Wachen und dann ist es spät. Also einfach auf der Autobahn. Ja, wollen wir dann nicht irgendwie jetzt stehen bleiben? An der Abfahrt. Nö, nee, ja, wir müssen ja noch irgendwo abfahren, dann von der Autobahn. Gehen Sie aus dem Weg, ich hab's eilig. Dachte, ich werfe es mal in den Raum. Autsch, voll getroffen. Dich will ich werfen. In den Raum. Das ist schon geil. Wirf mich, aber erzähl's nicht dem Elf. Letztens haben wir, hier. Moment. Hier, wie heißt denn Herr der Ringe geguckt? Und da, also ein Kumpel von mir hat es zum ersten Mal gesehen. Warum? Also ich weiß nicht, wie man mit 22 Jahren, nee, 21, 20, keine Ahnung, Herr der Ringe noch nicht gesehen haben kann. Vielleicht findet man Herr der Ringe einfach nicht so toll. Ja, er hat es ja noch nie gesehen. Ja, aber dann haben wir es halt mit ihm geguckt und er fand es auch sehr gut. Und dann hat wir auch die ganze Zeit Witze drüber gemacht, halt über Gimli, ne, und Zwergenwerfen und so. Danny, du sollst da warten. Ja, ich hab schon wieder Hund. Genau.
Ich war vertieft gerade. Ja. Ein Zwergenweitwurf, genau. Komm zurück. Ah, das ist hier. Thomas, los. Wir warten alle nur auf dich. Yes, yes. Wir machen jetzt hier einen Stau. Ja. Ja, du kannst schon mal umsteigen. Thomas will uns ja gleich was zeigen. Da ist er doch. Nee, nicht du aus, sondern alle in das Auto. Er soll umsteigen. Was? Dani soll umsteigen, ja. Aber trotzdem cool. Thomas, komm her. Was jetzt? Setz uns die Markierung. Das ist immer so geil, wie wir alle mit dem gleichen Auto fahren. Was? Hey, nein! Da ein, verdammt! Wie gestern, als wir gestern Abend noch online waren. Ich denke mir so, okay, steckt doch Rico ins Auto. Und dann steigt er einfach beim Daddy ins Auto, warum auch immer. Warte mal, ich muss noch kurz. So. Alter! ja. Ich, guck dir mal auf die Karte bitte, alle gemeinschaftlich. Ja. Guck auf die Karte. So, der gelbe Punkt da, der ist für den Arsch. Okay. Die Autos stehen hier unten. Ja. Wir stellen uns jetzt gleich, ich weiß nicht genau, ob hier, jedenfalls hier irgendwo gleich hin. Ja. Ballern alle weg, die hier unten stehen. Ja. Besser als zwei von uns. Positioniert sich oben irgendwo, um halt die Helis abzuschießen, und zwei steigen unten ein in die Fahrzeuge. Wo oben positionieren? Ja, ruhig hier einfach ein bisschen dann hier runterlaufen. Also, ja, also so wie man es eigentlich bei dieser einen Mission macht, wo man da den Transporter aus dem Loch klauen muss, richtig? Ja, irgendwo oben auf dem Berg. Ja, Transporter. Okay. Soll ich uns dahin fahren? Ich fahr. Okay, wer holt denn das Ding unten? Jetzt hier vorne stehen gleich zwei, die der Fahrer von links fahren denen vorbei. Ja, ja, ganz holen. Oh. Ich hab nur schon mal meine Maske aufgesetzt, weil hier liegt Strom. Sprengbares Meer. Strom? Ja. Ja, zieht mal alle eure Masken schon mal auf. Hab ich schon. Ich hab blöderweise auch nichts mehr, also nicht mehr viel Sprengbares. Also keine Hartbomben und Granaten. Wir sollen noch ein Auto retten. Ist das ein bisschen weiter runterfahren. Ich werde mal wohl packen, oder? Ja, man kann doch hier runterlaufen. Die Straße. Ah, okay. Dieser Hügel, diese Deckung da, das ist ganz okay. Zum Glück ist der gepanzert. Ja, haben ein gepanzertes Auto, haben wir genug Probleme. Zählt euch alle! So. Sollen wir dann mal? Aber jetzt nichts Sprengbares. Jetzt erstmal einfach nur unten alle wegsnipern, hier so, Stück für Stück. Okay. Beweg dich doch nicht! Ich setz mich in die Hecke, jetzt bin ich ein Heckenschütze. Ein Heckenpenner? Was? Nein. Mann, die treffen mich. Mann, ist einfach zu viel. Der glitscht bei mir rum, der kleine Glitch. Ja, der eine glitscht da mega, ne? So, die Sache ist, wenn man jetzt einfach runterrennt, da werden immer wieder neue gespawnt. Schön, ne? Halt schnell, Mann! Einer könnte sich ja mal so langsam so vorbewegen, aber so langsam. Ja, Danny würde ich mal sagen. Der hat genug Feuerkraft in den Taschen. Haha. Wir machen ja dann die Helis noch weg, oder? Ich nehme mich hier schon mal ein bisschen in Position. In Po? Warnst du mich vor, wenn die kommen, damit ich dann umwechsle und solange hier unten noch auf die Typen baller, wo keine mehr sind? Ne, ja, da sind im Moment keine. Doch, das ist ja noch. In deinem Auto nicht. Nee, hinterm Auto sitzen können. Das ist doch auf der Map da. Werden gerade keine angezeigt. Aber ich. Ja, ja, die werden halt im letzten Moment gespawnt. Snipern. Welches muss er klauen? Beide klauen, oder? Ah, nee, doch, wenn du jetzt unten bist, steig ruhig ein. Dann, Mareike, du kannst dann auch ruhig schon mal vorrücken. Also, hier unten ist alles safe. Nicht mehr los. Also, ich klau dann das mit, ne? Genau, du das mit und der Dani das ohne. Das ist falsch. Ja, genau, die andere Seite, genau. Ah, ich wollte mal kurz gucken, welche das ist. Ich bin ganz elegant da runtergefallen. Hey, und jetzt, die werden aber relativ nah gleich, glaube ich, gespawnt, oder ich weiß es nicht, die Helis, sobald. Da kommen sie. Also, okay, wo fahre ich jetzt am besten hin? Schon mal entweder hoch Richtung Thomas oder.
Mach ich erstmal reingeholt und mit ab, oder? Okay. Kann ich machen, ja. Fahren die schon los, Thomas? Die Herrschaften? Bitte. Ihr könnt schon mal so in unsere Richtung. Ach, da oben bist du. Ah, kommst du runter oder so? Ah, nee, warte, ich komm sowieso hoch, warte. Okay, da kommt eine hin, da ist der andere hin. Da hinten ist er. Oh. Das ist da verwirrend hier. Ach du Blödes. Ach, ich steht da oben. Ach, oh, Alter. Ja, boah, Alter, was ist hier los? Das ist natürlich... So, ein Heli ist down. Hier runterspringen dann? Oder? Ja, warte, ich bin nochmal um den zweiten Heli runterspringen. Ja. Du, geh mal noch mal klar, ich muss ja alles alleine machen. Ich hab den anderen Heli kaputt gemacht. Tschüss, du kommst gar nicht an bei ihm. Warte, jetzt kommt er an. Boah! Da ist er weg. Okay. Dann. Was passiert? Kann ich auf das MG aufsteigen? Weiß ich nicht. Mit Y 2 Sekunden gedrückt halten oder so. Also ich bin. Das sieht ja mal. Wir fahren schon mal vor am besten, ja? Jo. Ja. Einfach nach Navi und von niemandem aufhalten lassen. Das hatten wir vor, oder? Ja. Dann einfach. Jetzt hab ich komischerweise von den toten Hosen das Bonnie und Clyde wie im Ohr. Oh, was hat er? Oh, Alter, was ist ein Geil so? Ja, oder? Ja. Nicht so. Halt voll stimmt, Leute. Wow. Das war mal eine Abkürzung. Das war so eine... Oh. Da vorne ist die Ausfahrt. Boah. Hab ich gesehen. Ich rechne doch nicht damit, dass es Leitplanken gibt. Der schießt auf keinen mehr. Oh, Leitplanken. Wer braucht sowas? Voll unnötig. Fahrbahnbegrenzung. Sowas für Loops. Wenn wir die Autos dann gleich fast abliefern, haben müssen wir dann die letzten Verfolger abschütteln. Aber ich denke mal, das sollten wir mit dem Ordnungsschutz ganz gut hinkriegen, oder? Verfolger? Was sind das? Oh, ich glaube, ich hab gerade das Auto aus dem Weg gerannt. Was? Das macht nichts. Ich schieße noch ein bisschen vor. Ist schon okay. Deine Versicherung zahlt auch schon. Nee, ich glaube im Job nicht. Doch, auch im Job. Was ist dem los? Aber es war nicht kaputt, also es war nicht tot. Was wusste der eigentlich? Ja, das steht auch. Du musst mir sagen, wenn die Leute von vorne kommen, ich krieg's gerade mal hin. Das Auto aus dem Weg stellen. Mach ich. Vorne. Und? Nein, Mareike! Ja, ich versuch's ja tot zu schießen. Und oh, leben. Steig ein! Ich muss erstmal die Typen erledigen. Bin ich tot, bis ich eingestiegen bin? Wo ist das Auto da? So. Den Weg machen. Vorne. Jetzt hinten. Ich hab deine Ziele gleich erstmal. Ja, ich schieß hin. Man braucht ja nur auf die Vorderreifen mal zu ballern, dann ist das ja eh erledigt. Da ist ja die Sache getan, weil ich bin zum Weg, Mann! Boah, vorne von hinten, ey. Von hinten! Das ist beim Fahren allgemein schwer. Also nicht während dem Fahren, sondern vorne. Wohlsein. Ja, das war. Okay. Dann, wenn ich jetzt nach vorne wechsle und nach hinten. Machen wir so. Ich hab eh vor den auf. Was macht der denn da? Der NPC. So, jetzt müssen wir noch geil. Die ersten nicht ausschalten, ne? Wie der NPC. Warten wir dann zum Spieler. Okay, ja. Soll ich an der Ecke warten? Oder so? Hast du die Bahn aussteigen können? Nee, müssen wir einfach kurz. Nimm du die Bahn. Sonst fahren wir ein Stück rückwärts. Okay, die Bahn weg. Entwischt. Gesendet. Bei dir, du siehst das schon, ja? Ja, ja. Der macht aber auch nicht mehr lange. Stopp. Da ist einer und dann ist der andere. Hast du einen? Ja, der stehen gerade unten im Weg. Jo. Sicher, ja. Hammer. Okay. Gleich da. Ja, das denkst du. Ja. Sind noch 1,7 Kilometer. Oh, was ist ja trotzdem gleich da. Echt? Die ersten 30 Minuten sind nicht rausgekommen.
Lebensversicherung, so wie ich gerade gemerkt habe. Ich habe da hinten eine Annäherungsmine, falls sich einer anschleicht. Ich habe den Timer dann mal neu gestartet. Was, den Job? Nee, den Timer. Das können wir ja auch nach der Folge machen. Wie lange haben wir jetzt? 30 Minuten. Ging voll fix jetzt, ne? Ja, wir sind ja auf Sylt. Ja. Das war mir aber auch schon beim letzten Heist. Ja. Aber das, sowas liegt mir eigentlich mehr als das beim letzten Mal. Obwohl ich beim Schneiden gesehen habe, dass wir uns unnötig arbeiten mit dem Auto gemacht haben. Wir hätten einfach nur auf diese komischen Aufladequellen steigen müssen und von dort runterspringen. Okay. Ja gut, aber ich glaube, also ich weiß ja nicht. Hätte eigentlich nicht wieder umfallen. Ja, der ist nicht so gut mit dem Kurve gehen. Alter! Könnt ihr bitte aufhören? Komm schnell, schnell, komm schnell, steig rein. Oh, steig rein, schnell. Schnell, 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 schnell. Bäm. Moment. Ich will Platin haben, ich will Platin! Ja, das war mein Gebot. Wer war jetzt? I tell you, we only needed one of these. Other one's a spare. You're gonna be going in the one without a gun. Don't wanna draw attention. Pull the electrics, strip the plating, EMP will go in. Meriwether won't notice a difference. Guys won't need armor in there, will ya? Right, now get going. Let's wrap this up. Hose, die wir da anhaben. Na so, was sehen wir jetzt mal? Bei mir ist es nicht nur Wet Look. Ja! Was? Ja, Gold! Ja! Was? Ja, Gold! Thomas und ich haben uns extra zurückgehalten, damit ihr auch mal ein Erfolgserlebnis habt. So. Hab ich nicht. Mareike war einfach Rang besser erhöht. In diesem Fall. Rang erhöht, Das liegt, glaube ich, dran, wenn du fährst, ne? Ja, ja. Je nachdem, was du halt machst. Sehr gut. So, dann können wir ja... Bis nächste Folge. Und genau. So. Genau. Dann beenden wir das mal. Bis dahin. Ja.